Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Bergbahnprojekt zusammen mit Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Ein neuer Tag, weiter geht's mit Klaus Quadrant 145, die fällt am Strohpreisen. Ich bin am September. Einwandfrei. Ist da irgendwas verrückt geht? Werde jetzt ein paar Bahnen so wieder fahren und dann gucken wir mal, was noch alles ansteht, beziehungsweise wir fahren die Bahn zu Ende und dann müssen wir eh nochmal was machen. Erstmal ein Schlückchen gönnen, Prost. Gut. Haben Sie auch was da? Nee, oder? Das ist ein Vater. Ja, ja, genau. Prost. Prost. Ich wundere es ja, dass der Deizer mit dem Schwader bergauf durchschaut, weil es ein Aufheb hinten so. Ja. Wundert mich stark. Der war, einmal an die Küche. Dann hört er dann umleicht mal. Mach die mal aus, mein Junge. Ja, hä? Achso, das ist aber nicht. So. 12,50, das wäre eh. Also die Arme abtragen können, das ist ja cool. Wenn ich mich nicht täusche. Schmeißen wir mal wieder 80 Euro. Jetzt gehen wir da mal nach. Ein paar ist voll und gerne wieder was. So, dann hauen wir mal voll die Küche. Oh, wäre ich schon früh. Abfahrt. Das kann für weg dauern. Das Schwaden. Das ist sehr gut möglich. Wo muss dir noch? Vielleicht auch gleich Felsbrunn? Bitte. Bitte. Dann können wir einfach einmal durchknallen. Gibt's ja, nicht noch ja. Diesen einen Oettinger, der wo so auf eine Seite rüber spartet? Ja, den haben wir. Hab ich den mit drauf? Normal schon, ich hab ihn glaube ich nicht deaktiviert. Ja, er ist mit drauf, ja, ein Feini. 6,6, aber unser hat 8,4, der ist breiter. Ja, aber du musst den doppelt rechnen. Ja, okay, stimmt wieder. Richtig. Und wenn wir können ja den Krone auch nehmen, der spartet auch in eine Richtung. Krone? Nach der Dreikreisen. Jo. Aber ich glaube, der ist nicht so gut. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe noch nie benutzt. Ja, ich auch nur vom Sagen, wenn ich hab's ja. Ich hab's ja noch nicht mehr her, denn noch nicht einmal einmal. Ja, ja. Wenn ich überhaupt jetzt mich immer so geschaut hab. Oder wir nehmen den Bandspartner von Kuhn. Irgendwann, früher oder später. Ja, der Hund, warte mal, kann der von hinten von Freigau jetzt aber fahren? Also dran denke ich, so komm, hier ist der Flak, den vorderen Bahnsiedler, den, gell? Im vorderen? Ja, wir haben ja zwei. Eins ist, wo ich jetzt sage, wo der Feld 9 vorne ist, und eins ist, wo in der Stadt drin ist. So. Bahnhofsilo. Ja. Ich hab grad Hofsilo verstanden. Ach so, na. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade gesagt hab. Oh, ja. Ja, 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 ja. Das kann sein, dass Discord das nicht ganz mitgenommen hat. Möglich. Dann nehmen wir da. Hat der GPS? Ja.
Ja, hat er normal schon. Was willst du mit GPS Schwaden? Auf der Wiesen? Ja, die. Es wird sogar gehen. Ja, da muss schon Notstand ausberufen werden, damit man das macht, oder? GPS Schwaden? Ja, ich weiß. Das ist genauso klug wie mit Gülle. Also mit, beim Gülle fahren, mit GPS zu fahren. Also man hat halt einen Selbstfahrer mit Ding hinten dran oder so. Ja. Dann rentiert sich's, aber ich meine, ja. Gut, also. Weiß ich jetzt nicht. Oh, das wird nix. Wir fahren um dran. Da gibt's ja extra den bloß davon. Sollten wir vielleicht auch nutzen. Ja, da knallt auch gerade wieder durch den Zug. Ah, schau, ich schau mal rum dran, Kinder. Nein. Hoppala, das war. Voll schon gekommen. Einheit. Was? Das glaubt mir keiner. Ich weiß es nicht. Ich fahr grad mit GPS. Raus! Einheit schießt. Also kannst du. Wo bist du denn? Auf Feld 1, auf Wiese 4. Ja, okay, da sag ich nichts. Da ist okay. Aber Junge, es klappt ja kein Schwein. Nee, ich glaub, das will dir auch keiner glauben. Kann sehr gut sein. Aber du kannst stolz auf dich sein. Spar dich mit GPS. Ein ja, Einfach. Kann auch nicht jeder. Ja. Hey, leg wieder. Also. Warum? Was? Ich hab den Schlitter hergefahren, gell? Ich hab ihn abgestellt. Drescher war am Dreschen. Ich stell ihn ab. Heb weg. Eine. Vor 3 Meter an. Ich bin fui. Man, ich hoffe, das gehört neues in die Wange, ich hoffe so. Ich muss zwar weit fahren, aber trotzdem. Und dann gucken wir, ob wir Lohn dreschen können. Dann machen wir nebenbei gleich noch ein bisschen Profit. Wir sind ein Lohnbetrieb und wir schauen, ob wir unsere Wirtschaft aufrecht halten. Bleib ja stehen. Ein und frei. Jetzt muss ich wieder warten, bis jetzt meckert er wieder, dass er nicht weiterkriegt. Ich würde eigentlich noch wegen Timelapse pressen. Die braucht du aber, bis die draus ist. Dann läuft die so schnell wieder Wurzeln. Na, wollen wir wieder nehmen, wenn wir schon von jetzt. Muss schon wieder entladen werden. Der hat anscheinend schon wieder entladen werden müssen. Oder bist du noch dran? Ja, der war gerade am Ablohn. Achso. Ja, wenn ich schon wieder entladen, also dann wäre ja ein Ertrag da, das war halt gut. Dann hätte er einen 50 Meter Schnellweg. Boah. Ist zwar möglich, aber weiß ich nicht.
Da liegt einer noch. Gehen wir noch weiter hinten. Ja, machen wir jetzt gucken, ob wir Timelapse für die Drehscheibe die bald fertig sind und umsetzen und die unter. Wenn ich gerade schon mit GPS am Schwaden bin, kann ich gleich schauen, ob es Missionen gibt. Pläne zum Dreschen. Jo, ich bin gleich dabei. Muss ich dann gerne mal schön schauen. Reißen wir das mal fertig. Ja, ist auch gut, fast fertig. Zwar hier. Ja, für 5000 Dog um Hirse auf der 11 und Ballenpress. Boah, das ist die Ding, Alter. Ballenpressen auf Feld 1 angenehm. Feld 1, ja, angenehm. Da hätten wir einen dicken Schwader dabei. Na, ja, so was denn, wieso ist das da? Fort. Kann man den Schwader inzwischen nutzen für eigene Dinge? Nee, gell? Nee. Geht nicht. Einzig, was ich nicht mehr kann, ist ein Schleber, aber das war so. Ja, jetzt ziehen wir wohl an. Ich bedauere kein Regime. Irgendeiner sollte aufgetankt werden. Das wird der Drescher sein. Ja, das geht ja, noch. Das kann nur der Drescher sein. Tanken der bringt das schon, aber geht schon noch. Ja. Das sind nur 50 Liter. Deswegen braucht er nicht gleich auftanken. Richtig. Da wurde dann 60 Kubik Watson aufhört. Och, Junge, ich geh schon hin, Flo.
Ja, passt. Soll ich nochmal tanken, bevor ich zum Action wird, wo das in Ordnung hocken? Nachtanken. Weil, das, wenn der Blinker tut, dann heißt es gleich, dass noch was drin ist im Tank. Sondern das ist meistens so, der blinkt, der schaut von außen, wenn noch was drin war, aber der weiß gar nichts, stoppt oder geht er aus, obwohl man eigentlich laut Tankanzeige gesagt hat, da ist noch was drin. Ja, laut der reinen Anzeige sind da 45 Liter drin. Ja, aber der schaltet ab, keine Ahnung. Wenn noch 30 Liter im Tank drin sind, sag er, ist leer. Laut Spiel. Also es wurde inzwischen gefixt, aber laut damals noch Anfang 22 Ehrengrad waren wir da mal dran, warst wahrscheinlich noch Winterdienst. Achso, ja, da war es bei mir dann das gemäß. Ja. Oder bei mir. Ne, bei mir war es, glaube ich, mit Mammut. Ach stimmt, bei dir war es, ja. Mal abgegrillt auf den 6 zu oder drüben. Ja, läuft mal. So, dann haben wir noch mal die letzte Fuhre Walzen mit weg. Dann passt das so. So, dann haben wir mal Fuhre. Läuft kaputt. Dann nehme ich, soll ich beide Missionen annehmen oder bloß die Dresch-Mission? Kann schon beide annehmen, das ist mir wurscht. Oh, beide? Ja, dann da müssen wir nochmal mit dem Mähwerk raus. Was gibt die die Mähmission? 12.000. Das ist echt schlecht. Was will man alles machen? Bloßfeld fressen und wickeln. Ja, da können wir gleich mit der Wickelkombi fahren. Da können wir jetzt Ultima ausprobieren. Mhm. Ja, meinetwegen nimmst du auch 12.000, können wir gerne mitnehmen. Ach nee, einwenden. Die müssen wir heim machen. Und wir haben einen großen Winter. Und dann können wir eben mit dem Quaderball drüber holzen, dann passt's. Ja. Verbrannt. Aber liebe Leute, wir sind noch mit der Folge fertig. Jetzt kommen wir durch die Abmoderation, die ich niemals finden darf.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kannst du auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf werben. Falls ihr nicht getan, Glocke klingeln, dann bitte nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald in der weiteren Folge hier im Bergbauprojekt zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao.